Wir sind heute zum zweiten Mal schon im Salzlager in Hall in Tirol. Die Gäste heute auf unserer Bühne sind einmal, fangen wir bei den Damen an, sind einmal die Lisa Aubmeier, Künstlerin, Musikerin, Produzentin und ganz engagiert für Kulturentwicklung. Selbstständig sein, gerade im Kunst- und Kulturbereich, ist auf jeden Fall mit sehr vielen Hürden verbunden. Einfach durch alle Steine, was im Weg dann immer wieder liegen, einfach durch. Wir haben heute den Christoph Grabichler, Spitzenkoch, Kochbuchautor, der was die regionale Tiroler Küche wieder in aller Munde bringt. Ich habe heute ein Gericht mit, ein vegetarisches. Mir ist halt wichtig, auch mit meinem Kochbuch regional, nachhaltig, kleine Produzenten, kleine Betriebe. Ein bisschen weg von dem übertriebenen Fleischkonsum, vor allem sowieso aus Massentierhaltung. Dann haben wir einen Architekten da, den Mario Hanle, der die meisten Holzhäuser in Tirol gebaut hat. Ich meine, man muss sich schon trauen. Gell? Also es ist natürlich, also ein Gebäude steht halt einfach in der Landschaft um und es ist blöd, wenn da ein Haufen schief geht. Gell? Einfach drauf einlassen und probieren. Gell? Deswegen habe ich mich ja gleich selbstständig gemacht. Es ist einfach so spannend von unterschiedlichen Menschen zu erfahren, wie sie an die Sache rangehen, welche Leidenschaft sie einfach an den Tag legen. Von dem her ganz, ganz ein besonderer Abend. Nichts, was man jeden Abend erlebt. Und für jeden, der out of the box denken will und einfach neue Inspirationen haben will.